Hi Leute, ich bin wieder unterwegs, wie ihr sehen könnt, und ich fahre gleich eine E63 AMG Limousine aus 2014, also quasi schon das Facelift-Modell. Ist jetzt nicht die ganz aktuelle Limousine, sondern das W212-Modell, habe ich mal nachgeschaut. Und von der Fahrleistung her und der Komfort und alles drum und dran ist natürlich schon ziemlich geil. Ich weiß, die meisten regen sich bestimmt wieder auf, weil immer nur jetzt Mercedes AMG und so im Internet rüberliest und viele YouTuber holen sich ja so ein AMG. Und ja, ich wollte einfach mal probieren, mal zu Vergleich nehmen halt, weil ich bin ja den 5er schon gefahren, der auch super war, aber da fehlte mir so ein bisschen so, der war zu perfekt. Vielleicht lag es aber auch daran, habe ich danach auch nochmal überlegt, als ich den M4 gefahren bin mit Competition-Paket und dem geilen Auspuff, zeige ich euch oben nochmal. Ich möchte gerne mal wissen, wie es ist, wenn ich den M5 fahren würde mit so einem geilen Auspuff. Keine Ahnung, Akrapovic oder so. Ich glaube, da hätte ich auch echt schon das Lachen im Gesicht und das macht eben so viel aus, so ein Sound. Und es nützt ja nichts, wenn ihr so einen geilen Wagen habt, der beschleunigt von 100 auf 100 in 4 Sekunden oder so und du kriegst das nicht mit und da fehlt eben die Emotion. Und ja, ich suche ja wie gesagt so einen Wagen, der alles kann eben halt, oder? Aber das ist echt zu schwierig. Ich glaube, das geht sowieso nicht, weil irgendwas ist immer, was dich stört und nervt. Ja. Deswegen, ich bin einfach mal gespannt, wie der Wagen sich jetzt gleich fahren lässt und schreibt mal drunter, wie ihr den Wagen so findet. Und vom Sound und so und allgemein, oder sagt ihr, AMG ist echt nicht so mein Ding oder lieber BMW? Ja, wie gesagt, ja, dann muss ich auch wieder, das Übliche. Viel Spaß mit dem Video, freue mich natürlich über ein Like und ein Abo auch und sag mal, bis die nächsten Tage. Ciao, ciao. So, da sitzen wir jetzt drin. Also der Klang ist ja wie immer bei AMG total geil, einfach geil. Ich mache mal Schiebedach zu, damit es nicht so laut ist. Und jetzt fahren wir noch mal eine Runde weiter. So, machen wir auf Komfort alles. Was ganz witzig ist, der hat diese, ja, wie nennt man diese Aktivsitze, dass sie die blasen nicht ja mit Luft auf und halten deine Seite an so fest. Das ist schon ganz witzig. Und ist ungewohnt am Anfang, weil denkst du, hey, was ist denn hier? Also man hört, ich habe jetzt alles auf Komfort, also man hört jetzt hier das normale AMG-Geräusch. Und gucken wir doch mal alles auf Sport Plus. Mal schiebe da auf Kipper. Also man hört schon was. Muss man, ich glaube, den AMG-Knopf drücke ich mal. Machen wir mal manuell alles. Ich schalte mal. Vierten. Oh. Ist natürlich, ich bin ja die Jaguar gefahren, aber das ist ja immer so mein Nonplusultra vom Sounderlebnis. Alter Scheiße. Mein Gott, ey. Zweiter Gang. Alter, krass. Deswegen hatte ich ja nochmal nachgefragt, im Internet habe ich auch nochmal nachgeschaut, ob es den AMG denn auch mit einer Klappenauspuffanlage gibt. Weil die neuen haben das ja alle, also neue C63 AMG. Und scheint es bei dem Modell noch nicht zu geben, erst mit dem Nachfolger. Und jetzt wollte ich einfach mal schauen, wie stark der Klang ist hier. So, dann mache ich nochmal auf Sport Plus. Wie gesagt, ich suche ja so eine Mischung aus, wenn du Bock hast, richtig Sport und wenn du keinen Bock hast, ganz normal entspannt fahren. Oh ja, er kommt schon. Wie gesagt,
hat. Du denkst jetzt nicht, dass er fast 600 PS hat. Und es dauert auch so ein bisschen natürlich, bis er richtig anliegt, die PS, bis er kommt. Also jetzt 2,5. Und dann geht's dann vorwärts. Schon nicht übel. Habt ihr es vielleicht gehört? Also dieses tiefe Bollern hier, wie beim C63 am GM, bin ich auch noch gefahren. Da kommt auch noch mal ein kleines Video zu. Ist jetzt hier ein Tick zurückhaltender. Aber muss ja auch mal gucken, was er haben will. So, dafür ist er ja auch gedacht, dass du wieder längere Strecken fahren kannst und trotzdem noch Sound hast. So, auf jeden Fall ist hier mehr Sound im Innenraum als im M5. Im M5 war das ja mehr über die Lautsprecher. Aber ich möchte gerne mal so ein M5, den neuen M5 F10, einfach mal mit einer geilen Auspuffanlage fahren und auch mal hören live. Ich glaube, das macht auch schon echt viel aus. Ja, und was ein bisschen schade ist, das ist von 2014. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das Navi in der Mittelkonsole ist jetzt zwar fest eingebaut, nicht mehr so freistehend, aber es ist ein bisschen klein. Ich bin jetzt vom 5er ein bisschen verwöhnt. Verbrauch hat der jetzt aktuell knapp 15 Liter und ab Reset, also ich glaube, der ist das 33.000 Kilometer gefahren und liegt jetzt bei 15 Liter und ja, das hätte ich jetzt auch erwartet. Ne? Was ich natürlich ganz geil finde, ist vorne die Scheinwerfer, diese zwei V-förmigen, rechts und links zwei Vs, zeige ich euch auch gleich nochmal, das sieht schon richtig geil aus. Festgehalten, weil die Rechtskurve kommt. Merkt der Wagen das und der hält dich dann rechts, also links fest. Das ist ganz witzig, weil du gehst ja normalerweise, wenn der rechts links, so ein bisschen nach außen. Also er kann schon lauter werden, wenn er Bock hat. Aber dieses, wenn du Gas gibst und Gas gehst, dann hast du immer dieses Knallen normalerweise. Beim Jaguar, beim M4 hatte ich das ja. Das hat er jetzt nicht, also ist noch ein Ding zurückhaltend. Also ich hatte bei YouTube Videos gesehen vom E63 AMG, war ich der Horror. Also war richtig geil, so laut wie er war. Ja. Ganz witzig mit den Aktivsitzen. Ich glaube, das hatte der BMW E60 damals eingeführt bei BMW. Das war auch schon sehr witzig. Macht schon Laune. Also bin ich schon happy. Kamera anders. Was ist los hier? Was hat er gehabt? Ja, das ist immer ganz witzig, wenn da zu viele Assistenzsysteme drin sind und du überhaupt nicht weißt, warum da piepst. Hi Leute, da bin ich wieder. Profahrt ist vorbei. Wie ihr sehen könnt, Wetter ist beschissen, es regnet wie im Strömen und Wetter ist
wird auch wieder so früh dunkel. Kriegst du immer voll Depri, wenn du überlegst, wir haben jetzt 5 Uhr. Und ja, und dann der Regen dazu. Zum Wagen war geil, hat Spaß gemacht. Hat mich jetzt aber auch nicht so umgehauen. Ich glaube, ich hatte da wieder zu viel erwartet. Oder ich bin einfach so zu versaut vom M4 mit dem Sound und vom Jaguar. Das war einfach so, du steigst ein, machst den Motor an und denkst, Alter, hammergeil. Du willst immer nur fahren, fahren, fahren. Du hast zwar, habt ihr ja auch gehört in dem Video eben halt den Sound von der Abgasanlage vom E63 AMG, aber das ist immer noch nicht so der Bringer, so der Bollermann eben halt. Klar, auf der anderen Seite ist eine E-Klasse, keine C-Klasse und man will damit auch ein bisschen komfortabler fahren, weitere Strecken fahren. Naja, das ist dann immer so der Kompromiss, den man machen muss. Ne? Ja, schreibt einfach mal drunter, wie ihr so den Wagen gefunden habt, also findet und was haltet ihr von dem Sound und generell von der Optik. Wieder von außen mal geil, mit dem Scheinwerfer finde ich auch richtig geil. Oh, jetzt kommt wieder Tunnel. Moment, jetzt bin ich gleich wieder weg. Wie gesagt, schreibt einfach mal drunter und ich freue mich natürlich wieder über ein Like und ein Abo auch. Und in dem Sinne, lasst euch überraschen, ich mache mir mal die Gedanken und wir sehen uns die nächsten Tage. Haut rein, ciao, ciao. Look around, nobody's watching us. We're all alone, the sun is going down.